Ich hoffe, Sie können sich noch alle an die letzte Blickfang-Ausgabe erinnern. Denn da ging es in unserer Rubrik Unter die Haut tatsächlich unter die Haut, nämlich bei einer Fettabsaugung. Dieses Mal durften wir bei der Nachuntersuchung im Haus der Schönheit mit dabei sein. Und das Ergebnis, so viel darf ich schon verraten, kann sich sehen lassen. In der letzten Ausgabe von Blickfang haben wir Nina zu einer Fettabsaugung begleitet. Nina ernährt sich gesund und ist sportlich. Dennoch hat sie Problemzonen an der Hüfte und den Oberarmen nicht in den Griff bekommen können. Vor allem vor und während der Badesaison wurde für sie der Leidensdruck besonders groß. Viele Frauen kämpfen mit diesem Problem. Ab einem gewissen Punkt kommt man mit der Figur nicht mehr voran. Dann zu radikalen Diäten zu greifen, davon rät Dr. Elke Antosch ab. Unter bestimmten Prämissen kann eine Fettabsaugung die gezieltere und gesündere Methode sein, um die Traumfigur zu erreichen. Für diesen Weg hat sich Nina am Ende entschieden. Einen Monat später kommt Nina zur Nachuntersuchung. Sie selbst fühlt sich viel wohler in ihrer Haut als noch vor dem Eingriff. Ja, sehr schön. Wie geht's dir? Wunderbar, vielen Dank. Fein, super. Es fühlt sich einfach nur großartig und spitze an. Ich kann es jedem nur empfehlen, der für sich selber die Entscheidung trifft. Es ist die richtige Entscheidung. Man hat ein neues Körperbewusstsein, man fühlt sich einfach gut. Und wenn man sich selber gut fühlt, das kann nie ein Fehler sein. Hast du jetzt vor der Badesaison noch Angst? Nein, mit Sicherheit nicht. Sehr gut. Und die andere Seite. Auch Dr. Elke Antosch ist mit dem Ergebnis zufrieden. Nur eine Feinkorrektur wurde angestrebt. Und diese ist so geworden, wie man es sich gewünscht hatte. Das große Thema waren bei ihr die Oberarme. Einfach, sie hat eine Taille noch mehr, der Bauch ist weg. Auch die Reiterhosen, also diese Linie, die Hüften, Reiterhosen, das ist einfach eine Linie geworden. Es ist bei den Reiterhosen noch ganz zart, ein bisschen was da. Das verheilt einfach erst. Die sogenannte Reiterhose und auch die Innenseiten der Schenkel haben sich deutlich verändert. Besonders glücklich ist Nina allerdings über das Ergebnis der Oberarme. Am gravierendsten sind die Oberarme. Ich war auf einem Trachtenfest, wenn man sagt, und habe da eine Dirndlbluse, die vorher nicht möglich war zu tragen, und die sitzt jetzt locker. Und das ist für mich gewaltig. Wenn Nina ihren gesunden Lebensstil beibehält, wird sich ihre Haut in den nächsten Monaten noch weiter nachstraffen. Für ein schönes Endergebnis heißt es aber dranbleiben. Ohne einen gesunden Lebensstil macht eine Fettabsaugung keinen Sinn. Aber darum betone ich das ja einfach von Anfang an, auch beim Beratungsgespräch schon, dass der Lebensstil auch danach vor alledem ganz, ganz wichtig ist, dass man einfach auf seine Ernährung schaut und Sport betreibt, um einfach dieses Ergebnis sich zu erhalten. Ja, weil für mich ist es schon wichtig, dass das nachhaltig ist und eben, wenn ich dann einfach wieder absaug, das verändert sich dann, glaube ich, im Kopf auch nichts. Und das wäre einfach schade. Ein nachhaltiges Ergebnis ist bei der sportlichen Nina allerdings zu erwarten. Und der Badesaison, der kann sie jetzt mit Vorfreude begegnen.